Da ist er schon. Auf der Jagd nach. Das sind schon zwei. Okay, der ist besessen, ist auch nicht schlimm. Also aus irgendeinem Grund schaffen es die Dämonen aktuell Cave 3 zu übernehmen. Was aber, wie gesagt, theoretisch ist es vollkommen irrelevant, weil sie kommen nicht rein. Ansonsten sehen wir das nachher, wenn unsere Bevölkerungszahlen schrumpfen, beziehungsweise die Todeszahlen steigen. Oh, die ersten beiden Miner fangen hier an zu arbeiten. Das ist super. Guck mal, die Dämonenleichen sind schon weg. Können wir jetzt aus Dämonenknochen dann auch Sachen herstellen? Ich hätte gerne eine Dämonenknochenstatue. Kann ich das machen? So. Ich gehe einfach mal hier in so einen Quarzwars-Workshop. Ich sage, ich möchte gerne etwas aus Bone haben. Schade. Gibt es nicht. Dekoriere mit Knochen. Ich kann etwas mit Knochen dekorieren. Aber ich kann das jetzt nicht genau bestimmen. Was? Ne? Ist genau dasselbe Problem. Schade. Jetzt stellen wir Platin-Statuen, die mit Dämonenknochen verziert wurden. Eigenen Workshop für Bone gab's aber nicht, oder? Ich weiß, es gibt den Job Bone Carver, klar. Aber ich glaube, der arbeitet auch nur am Crafts Dwarfs Workshop, ne? Genau. Ich sehe hier leider nichts, was mit Bone zu tun hat. Schade, Dämonenknochen stelle ich mir sehr groß vor. Da könnte man doch bestimmt noch eine Statue raus herstellen. Hm. Bone Craft. Nein. Mal. A, B. So. Bolzen aus Dämonenknochen. Wir könnten, ja gut, Klamotten daraus herstellen. Ich weiß ja nicht. Large Bone Gem. Das stelle ich mir cool vor. Details. Gibt es jetzt hier Dämonenknochen? Nein! Warum nicht? Weil ihr... Kann ich hier drin suchen? Filter. Da. Dämon. Dämon. Bone. Nein. Dämonenrattenknochen. Nachtdämonenknochen. Also. Wir können aus Knochen Edelsteine bauen. Dann aus diesen Edelsteinen, aus den Dämonenknochen Edelsteinen, können wir dann damit die Statuen verzieren. Und wenn ja, hat das eine Wertsteigerung? Theoretisch ist es ja nur Knochen. Machen wir da Unterschiede, ob es ein Dämonenknochen ist oder nicht? Und wenn ja, wie kann ich dem jetzt sagen, nimm die Dämonenknochen? Wo sind die Dämonenknochen? Haben wir Dämonenknochen? Stop. Bones. Gibt es Bones? Body Parts. Okay, wir haben eine Menge Body Parts. Seine Zähne und so weiter. Okay, dann wir müssen in den Horns View gehen und dann gehen wir mal einfach bei unten hier. Wir suchen mal Bone. Das ist ja alles. Ja. So, sieht irgendwas hier nach einem ja gut, Katzenknochen, ist klar, da haben wir so viel von. Hühnerknochen, Hundeknochen. Dämon of Springlings, Bone, Amulet, Bracelet und so weiter. Okay, also es geht. Das waren nur die Dämonen, die wir jetzt getötet haben. Ring. Elefantenknochen, wo haben wir denn Elefantenknochen? Ach, das ist wahrscheinlich alles, was wir geklaut haben, ne? Elfenknochen. Riesenchameleon, Goldbone. Ich suche eigentlich nur die Bones, ohne Gedöns. Krone, ja, Schweineknochen. Gut, da haben wir auch genug von. Wenn es keine Karawane gibt, dann braucht man auch nicht mehr solche Sachen herstellen, ne? Wenn es genau nimmt.
gibt es nicht. Da lassen die keine Knochen? Die haben wir hier oben noch nicht mal drin, weil ihr die noch schleppt gerade. Wo sind denn jetzt die ganzen Dämonen-Dinger hin? Also sie schleppen hier fleißig irgendwelche Sachen nach oben, ne? Wir sind jedenfalls alle hier in dem zugehörigen Gang unterwegs. Ja, da werden Dämonenleichen weggetragen. Das ist okay. Bleiben dann die Knochen über, wenn die vergammeln? Oder ist das schwerer, Dämonenknochen zu kriegen? Unser Knochenstockpile ist leider voll, ne? Das heißt, sie werden alle Dämonenknochen eh oben hinschmeißen. Oh, unser Eisenstockpile wird langsam leer. Das ist aber kein Problem, weil das ist alles Magnetit. Perfekt. Dann müssen wir hier auch mal wieder einen Miner lang. So, einmal bitte Eisen abbauen. Die Milch habe ich vorhin in Auftrag gegeben, damit wir diese ganzen Eimer mal wieder benutzen. Aber es macht wahrscheinlich auch aktuell keiner, weil die alle beschäftigt sind. Keiner braucht Milch. Das Problem ist, wenn wir jetzt 100 Käfige da unten reinstellen, oder keine Ahnung, 150, 200, ich weiß nicht, wie viele Gefangene wir aktuell haben, jetzt die natürlich alle an einem Hebel angeschlossen sind, dass wir die vernünftig rauslassen können, ne? Damit sie uns die Dämonen weiter bekämpfen, das wird natürlich auch dauern, weil der Weg nach da unten so unglaublich weit ist, ne? Aber die Zeit muss sein. Was ich jetzt auf alle Fälle noch machen muss, ist... Hier muss eine Wand hin. Also ich möchte die Dämonen gerne hier von uns ein bisschen fernhalten. Und durch die Steine, die da sind. Und dann möchte ich auch eine Brücke bauen. Ja, falsche Taste. Da, so. Mit... Nicht nach... Da... Doch. X ist es. X geht nach unten. So. Nimm ruhig auch die drei Steine, die eh da sind. Schön blau. Warum nicht? Dann bauen wir aber die beiden Hebel, würde ich jetzt einfach hier unten bauen. Weil die ja nur dafür da sind. Nee, warte. Ein Hebel kommt hier unten hin. Das ist der dann für die Fallen. Und der andere kommt hier in die Brückenreihe. Floodgate. Bridge. Bridge. Da. Dann B. D. L. So. Dann haben wir die Brücke auch. Nachher da angeschlossen. Fertig. Die Brücke steht total doof. Nein, tut sie nicht. Wir mauern das Ding hier nach einfach zu. Ich habe jetzt nur zwei Eingänge drin, einen, damit wir es schneller sozusagen hier reinkriegen, weil die Zwerge dann einfach reingehen können. Und den, damit nachher die Viecher alle rauslaufen können. Den Dämonen entgegen. No, ansonsten sind gerade mal wieder zwei Wochen erst um. Es ist, glaube ich, wirklich, dass die Frames immer weiter runtergehen. Warum habt ihr jetzt den einen Dämon da liegen lassen? Fand ihr den so doof, dass er seine Leiche jetzt einfach da hingeschmissen habt? Scheint so. Sondern ich habe keinen Bock mehr, diesen scheiß Dämon zu schleppen. Ich schmeiß den hier jetzt einfach auf den Boden. Mitten im Eingangsbereich unserer Festung liegt jetzt ein Dämon auf dem Boden. Zum Erschrecken möglicher Gäste. Die werden auch weniger. Ich vermute, die netten Untoten, die uns sonst immer besucht haben, sterben auch langsam aus. Es sind nicht nur die Lebenden, die aussterben, sondern auch die netten Untoten. Jetzt weiß ich nicht hundertprozentig, ob es nette Untote gibt, aber... Also ja gut, gab es ja. Sonst hätten wir die ja nicht noch. Ein paar sind ja noch da. Aber wirklich nicht viele. So, unser Major hat trotz der hohen Verluste wurde er wiedergewählt. Keiner nimmt ihm das übel, dass 50 Zwerge letzte Woche gestorben sind.
Die denken sich, Mensch, das war ein Dämon, was willst du machen? Wir leben zumindest noch ein paar, das reicht. Hast deinen Job also gut gemacht. Jetzt haben wir natürlich auch schon wieder einen Geist. Okay, wir müssen die Geister... Ja gut, klar, natürlich, wir haben bestimmt auch eine Menge Geister. So, ja, du machst diesen komischen Edelstein. So. Wenn da jetzt ein Geist ist, warum sehe ich hier keine... Weil ich den Slab nicht gebaut habe? Habe ich das vielleicht einfach nur vergessen? Wir sitzen hier gerne nochmal rein. Jo, scheint so. Man sollte die Slabs, wenn man sie macht, dann auch bauen, ne? Das war es aber schon. Okay, den einen Geist noch zur Ruhe betten. Ich weiß noch, was ich gucken wollte. Ich wollte mir den Stresslevel unserer glorreichen Zwerge anschauen. Oh. Ich würde glatt sagen, die gestressten Zwerge sind alle gestorben. Also gut, außer Hollow und unser Lieblingsadministrator. Nee, ist das ein anderer? Das ist unser Lieblingsadministrator, ne? Aber das geht noch. Ihr könntet Hollow jetzt eigentlich auch mal wieder aus dem Gefängnis rauslassen. Wir haben Personalmangel. Den müsst ihr dann nicht versauern lassen. Böse Zwerge. Naja, was soll's. Warum wollt ihr die Wand nicht bauen? Weil darunter Sachen liegen, die verboten sind. Wollen wir wetten? Nein. Mantium-Brustplatte drunter. Schön, lief da gerade ein Zwerg zu dem Zeitpunkt lang. Hm. Aber hier liegen auch die Adamantium-Brustplatten. Oh, 25% zu der Herausforderung haben wir schon. Wir nähern uns den eigenen Totenbeschwörern. Er ist doch so hochgesetzt. Moin, Minsk und Bu. Schön, dass du da bist. Hatte ich das doch so hochgesetzt? Scheint so. Sonst würde das jetzt ja nicht raus, so rauskommen, ne? Ich habe gesagt 50.000. 28% haben wir jetzt. Okay. Wir sind auf einem guten Weg zu unseren Totenbeschwörern. So, drücken wir die Daumen, dass doch noch eine Migrantenwelle kommt. Dass irgendwo auf dieser Welt noch Zwerge leben, die es vielleicht hier versuchen wollen. Also ich nehme auch andere Flüchtlinge. Hauptsache keine Untoten. Er sucht noch irgendwelche Sachen. Unser einer Besessener. Was suchst du denn hier? Du suchst jetzt Knochen wahrscheinlich, ne? Oder andere Leichenteile. Oh, bitte nimm was von einem Dämon. Dann haben wir nachher irgendwie eine Lederhose mit Dämonenknochenspitzen. Das wäre cool. Also gut, eine Lederhose grundsätzlich ist jetzt nicht ganz so meins. Aber er hat halt einen Lederworkshop genommen. Wenn man eine Lederhose immer noch... Nein, er nimmt Katzenknochen. Nein, er nimmt doch keine Katzen. Er nimmt irgendwas hier unten. Du nimmst doch jetzt Mist mit. Mensch, du hast das Prinzip nicht ganz verstanden. So, jetzt ist es weg. Was ist es jetzt? Gucken wir uns einfach mal ein Inventar an und stellen fest, du trägst Wombat-Knochen. Ja, super. Da oben sind Dämonenknochen, Junge. Guck mal, ne, gut, irgendwie irgendjemand rechtes Oberbein, Dämonengedöns. Noch mehr Dämonen. Gut, das sind jetzt nur ganze Körper reinarbeiten, ist schwer. Aber guck mal, Flügel von irgendwelchen Viechern. Irgendwelche Beinknochen und so weiter. Und der nimmt sich einen Wombat. Also ich hätte ein bisschen mehr Style erwartet. Na gut. Ist auch nicht schlimm. Dann haben wir halt jetzt keine Dämonenknochen drauf bearbeitet.
So, da kommt der Slap, dann sind wir den Geist los. Das ist perfekt. Was? Meiner? Keine Lust. Ja, ich muss zumindest die zwei Trupps trainieren lassen. Ich kann nicht alle trainieren lassen, weil das einfach zu viel wäre. Aber es trainieren doch nur 10. Das heißt, alle anderen sind einsatzfähig. Das heißt, wir müssen 120... Gut, abzüglich der Kinder. Wir haben viele Kinder, ne? Na, geht. Wir müssten über 100... gut, abzüglich Militär. Lass uns 89 bis 90 arbeitsfähige Zwerge haben. Was machen die? Ausruhen tut sich erstmal keiner. Gut, ein paar sind am Beten. Ist okay. Verstehe ich. Der Geist ist zur Ruhe gesetzt. Vielleicht sind sie jetzt auch ein bisschen konzentrierter bei der Arbeit, jetzt wo der Geist fehlt. Käme ich auch mit klar. Unsere Gipsumsteine sind sehr schnell sehr viel weniger geworden, ne? Ach, das habt ihr alle. Ah! Ihr müsst jetzt gerade die ganzen Erzbrocken wegräumen. Ja, es ist auch wichtig, dass der Stockball hier wieder voll wird. Eisenmangel wäre schlecht. Ansonsten haben wir keinen Mangel. Wir hatten hier unten noch weiter gegraben. Nee, nur den Auftrag erteilt. Aber es hat einer angefangen und danach nicht weitergemacht. Boah, es wäre so hart, wenn wir da plötzlich jetzt dann doch nochmal wieder... Aber das hört hier auf. Da stehen sie auch alle und warten. Alle Dämonen warten in diesem Gang. Denken sich, ab dem Moment, wo da oben was geöffnet wird, fliegen wir direkt wieder los. Okay, weiß ich Bescheid. Erwartungshaltung von den Dämonen ist, irgendwann sind wir so doof, machen die Brücke wieder runter. Und da haben sie ja auch recht mit. Aber erst, wenn ich meine Armee aus Gefangenen da habe. So, ansonsten... Ne, Bäume bleiben klein. Wir geben denen noch ein Jahr, dann sind es vielleicht große Bäume. Wir brauchen uns da ja keinen Stress machen. Die Festung hatte genug Stress. Ich würde sagen, laufen wir doch noch, weil da liegen Scheiben rum. Aber die Scheibe liegt ja schon länger vor der Brücke, ne? Ja. Die Waffenfalle werden sie jetzt wahrscheinlich in nächster Zeit nicht. Ist wahrscheinlich auch suspended. Ja, weil wir mal Alarm an hatten. Lassen wir auch erstmal suspended. Auf die beiden Fallen kommt sie draußen jetzt nicht an. Stattdessen eher darauf, dass es unten weitergeht. Mit dem Aufräumen. Und fertig machen. Und dann heißt es, Käfige runterschleppen, Käfige runterschleppen, Käfige runterschleppen.